Hallihallo und mittlerweile zum vierten Mal willkommen zurück zu FSX Flugstunden und der Flugstunde Bodenbetrieb, in der ich nun ja schon dreimal kläglich versagt habe. Nun gut. Insoweit würde ich sagen, wir lassen uns davon nicht entmutigen, probieren es jetzt zum vierten Mal. So langsam wird's echt blöd. Ich gebe mein Bestes. Viel Spaß und los. In dieser Flugstunde lernen Sie, ein Flugzeug am Boden zu steuern bzw. zu rollen. Das Rollen ist sehr wichtig, da Sie beim Start von der Parkposition zur Startbahn rollen und nach der Landung wieder zur Parkposition zurückkehren müssen. Sie haben Gelegenheit, das Rollen mit verschiedenen Luftfahrzeugen zu üben. Wir beginnen mit dem Ihnen bereits vertrauten Trike Ultraleichtflugzeug. Sie beginnen diese Flugstunde in der Ansicht eines Beobachterflugzeugs, um die Position des Luftfahrzeugs leichter bestimmen zu können. Verwenden Sie den Kopfschalter am Joystick oder die Maus, um sich umzusehen. Um mit dem Rollen zu beginnen, lassen Sie den Motor an und erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um das Flugzeug in Bewegung zu setzen. Passen Sie die Geschwindigkeit mit dem Leistungshebel und den Bremsen an. Sie sollten nicht schneller als 5 Meilen pro Stunde rollen. Um das Flugzeug während des Rollens zu schwenken, drehen Sie den Joystick oder drücken Sie auf der 10er-Tastatur die 0 bzw. die Eingabetaste. Was ich übrigens sehr seltsam finde, die Parkbremse scheint schon gelöst zu sein und der Motor ist schon an. Wieso weist du mich dann darauf hin? Naja, was soll's. Sind also diese kleinen Unebenheiten im Spiel, sag ich mal. Parkbremse scheint nicht gelöst zu sein. Sonst müsste jetzt so ein großes Banner sein, oder? Naja, was soll's. Parkbremse los, Motor an. Und Leistung. Langsamer. Eine überhöhte Ja, Rollgeschwindigkeit kann sehr gefährlich sein. ja schon dabei. Ich fahre ja ganz langsam. Ich bin ja keine dieser Verkehrsraum. Ich bin ja ganz langsam und gemächlich unterwegs dieses Mal. So. Vorsichtig. Vom Gas runter. Gut gemacht. So. Sie können den aktuellen Einsatz jederzeit speichern, indem Sie die Taste Ü drücken. Speichern Sie einen Einsatz immer dann, wenn Ihnen die Zeit fehlt, den gesamten Einsatz abzuschließen oder wenn Sie gerade einen schwierigen Teil des Einsatzes abgeschlossen haben. Auf diese Weise müssen Sie nicht den gesamten Einsatz erneut fliegen, wenn Sie einen Fehler machen. In dieser Flugstunde ist es sinnvoll, den Einsatz nach jedem Flugzeugwechsel zu speichern. Vor Ihnen befindet sich eine Piper J3K. Sie ist am Boden etwas schwieriger zu steuern. Rollen Sie nahe heran, um in das andere Flugzeug einzusteigen und die Übung fortzusetzen. Gut so. Sie sitzen nun in einer Piper Cup. Die Cup ist etwas schwieriger zu steuern als das Ultraleichtflugzeug. Gas aus. Nein, nein, na, Scheiß. Tschüss.